Fahren wir in Zukunft alle E-Autos? Stromer statt Verbrenner auf unseren Straßen, wie klimafreundlich ist das wirklich? So, jetzt wird's spannend. Und was, wenn keine Ladesäule in Sicht ist? 1 Kilometer habe ich noch. Mein letztes Stündlein hat, glaube ich, geschlagen. Und der Katastrophentest. Er brennt immer noch. Jetzt bei Quarks. Hallo und herzlich willkommen bei Quarks. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Autoscooter auf der Kirmes die einzige Möglichkeit, mit einem Elektroauto zu fahren. Heute sieht das schon ganz anders aus. Der Verband der deutschen Automobilindustrie geht davon aus, dass die Autobauer in Deutschland ab 2032 nur noch E-Autos verkaufen werden. Diese Entwicklung wird angetrieben von Batterien, klar, aber auch vom Klima. Und natürlich stellt sich da die Frage, wie klimafreundlich ist das E-Auto eigentlich? Hier wird ein E-Auto hergestellt. Das Ziel, weniger CO2 freisetzen als ein Verbrenner. Kann das funktionieren? Punkt 1. Der Rahmen ist hier aus Aluminium. Das Material ist nicht klimafreundlich, aber es ist leicht. Und ein leichtes Auto braucht weniger Energie zum Fahren und daher einen kleineren Akku. So soll sich eine Aluminiumkarosserie laut Hersteller doch noch fürs Klima auszahlen. Punkt 2. Die Außenverkleidung. Statt aus Metall besteht sie aus Kunststoff. Das reduziert die CO2-Freisetzung, unter anderem, weil nicht lackiert werden muss. Schauen wir uns die Klimabilanz bis hierhin an. Verbrenner und Stromer liegen noch gleich auf. Punkt 3, der klimakritischste, nämlich der Akku oder umgangssprachlich die Batterie. Die Akkuproduktion erfordert viele Rohstoffe und viel Energie. Das E-Auto fällt dadurch in seiner CO2-Bilanz deutlich hinter den Verbrenner zurück. Punkt 4 lässt das E-Auto aber wieder etwas aufholen, der Motor. Ein Elektromotor hat weniger Teile, so wird weniger CO2 freigesetzt. Das Fazit? Wenn ein E-Auto das Werk verlässt, hat es im Schnitt gut 9 Tonnen CO2 verursacht. Das ist mehr als ein durchschnittlicher Verbrenner. Dessen Fertigung setzt gut 7 Tonnen CO2 frei. Im Betrieb auf der Straße macht das E-Auto diesen Rückstand aber wieder wett. Und das geht schneller als gedacht. Eine aktuelle Studie zeigt, dass E-Autos im Schnitt nach rund einem Jahr oder 13.000 Kilometern den Mehraufwand der Herstellung ausgeglichen haben und von da an klimafreundlicher sind als Verbrenner. E-Autos sind besser fürs Klima als Verbrenner. Sie sollten jetzt nur nicht anfangen, das E-Auto so zu behandeln wie Ihr Handy und sich alle 2 Jahre ein neues kaufen. Und wie sieht es eigentlich bei einem E-Auto mit Abgasen und Feinstäuben aus? Also Abgase, wie zum Beispiel Stickoxide, die werden beim Fahren natürlich nicht erzeugt. Bei der Herstellung schon. Und Kohle steckt auch noch im Strommix. Ein dickes E-Auto kann so auch mehr ausstoßen als ein kleiner Verbrenner. Aber immerhin nicht auf der Straße. Und was ist mit Feinstaub? Der stammt nur zu einem ganz kleinen Teil aus dem modernen Verbrennungsmotor. Viel mehr Einfluss hat der Abrieb von Reifen und Bremsbelägen. Große Autos verursachen grundsätzlich mehr Feinstaub als kleine Autos. Der Antrieb ist da egal. Ein weiteres Thema, das bei E-Autos nie zu kurz kommt, ist die Reichweite. Da dachten wir uns, es ist mal Zeit für eine Challenge. Wie weit kommt man wirklich mit einer Akkuladung im E-Auto? Macht der Fahrstil dabei einen Unterschied? Ja, Daniel, aber nicht, dass du mit deinem Fahrstil doch auf der Strecke jetzt schon liegen bleibst. Sorry, ich muss einmal unterbrechen, Florence. Jetzt wird's interessant. Ich kann nämlich kein Gas mehr durchdrücken. Florence und Daniel wollen es heute genau wissen. Kann man den Reichweitenangaben der Hersteller trauen? Der Hersteller dieses Autos sagt, dass man damit etwa 270, 280 Kilometer schafft. Doch inwiefern kann man den Angaben wirklich vertrauen? 2 Reporter, 2 identische und vollgeladene Stromer. Gleiche Bedingungen für beide, bis auf eine. Es wird einen entscheidenden Unterschied geben. Du wirst ganz sportlich fahren, Klimaanlage anmachen, Radio hören, Handy am besten noch laden, also den gesamten Luxus genießen. Und ich verzichte auf all das. Außerdem werden 2 Zementsäcke a 30 Kilo Daniel auf seiner Tour begleiten, stellvertretend für Beifahrer oder den Wocheneinkauf. Ob das seine Reichweite schmälert? Florence und Daniel werden die gleiche Route zurücklegen. Und zwar 20 Kilometer Stadtfahrt, 15 Kilometer Autobahn und 25 Kilometer Landstraße. Ja, ich würde sagen, wir starten. Daniel tritt ins Gaspedal.
Florence dagegen schaltet erstmal alle Verbraucher ab. Klimaanlage und Radio sind für sie heute tabu. Dazu wird sie besonders vorausschauend und defensiv fahren. Denk dran, Florence, Gas ist recht. Ja, ja. Zum Glück ist die Challenge nicht, wer schneller ist, sondern wer weiterkommt. Und ganz ehrlich, da wird Daniel auf jeden Fall verlieren. Ich genieße die Klimaanlage gerade in vollen Zügen. Richtig angenehm. Richtig angenehm. Ich schwitze natürlich gerne für die Wissenschaft. Lohnt sich denn Ihr Schwitzen? 11 Kilometer in der Stadt sind gefahren. Wie steht es um die Restreichweite? Du, meine Reichweite sind noch 240 Kilometer. Ha, da macht sich doch schon mal ein Unterschied bemerkbar, weil ich bin nämlich noch bei 244 Kilometern. Heißt also, dein Fahrstil scheint sich jetzt schon bemerkbar zu machen. Je nach Fahrweise, angeschalteten Verbrauchern und Außentemperatur errechnet der Bordcomputer die Restreichweite. Ganz merkwürdig, jetzt bin ich bei 245 Kilometern. Das liegt an der Energiezurückgewinnung durch Rekuperation. Sobald die Motorbremse eingesetzt wird, also man zum Beispiel langsam an Ampeln heranrollt, lädt sich der Akku wieder teilweise auf. Bis zu 20% der Energie lassen sich dadurch zurückgewinnen. Daniel ist bereits auf der Autobahn. Hier kommt er voll auf seine Kosten. So, jetzt ist frei, jetzt drücke ich mal richtig aufs Gas und zack, 160 Stundenkilometer, Freunde. So macht's doch Spaß, ne? Aber dieser Spaß kostet, und zwar Reichweite. Außerdem lassen Sprints den Akku schneller altern. Der Grund? Wenn der Akku schnell entlädt oder lädt, werden viele Ionen gleichzeitig durch den Separator, welcher die Anode von der Kathode trennt, geschossen. Aber die Elektrolytflüssigkeit kann nur eine begrenzte Anzahl von ihnen aufnehmen und transportieren. Bei einem solch hohen Durchsatz kann es daher zu einem Ionenstau am Separator kommen. Mit der Zeit bildet sich dann eine Schicht auf dem Separator, welche einen Teil der Ionen bindet. Diese transportieren dann keine Energie mehr. Fazit: Die Akkukapazität ist verringert. Der erhöhte Innenwiderstand des Akkus mindert die Power. Zugegeben, so ein bisschen anstrengend ist es auch schon, immer wieder auf die Anzeige zu schauen, moderat zu fahren. Ja, ich glaube, Fahrspaß ist wahrscheinlich anders. Wahrscheinlich gibt es den eher bei Daniel. Die letzten 25 Kilometer gehen über die Landstraße. Danach machen Florence und Daniel einen Zwischenstopp. Zeit für einen Reichweitenvergleich. Und wie sieht's aus bei dir? Also bei mir wären es 169 Kilometer. Na, dann schauen wir doch mal, was bei mir da steht. Bin gespannt. Wahrscheinlich mehr. Bei mir sind es 192 Kilometer, also einiges mehr. Mit ihrer energiesparenden und vorausschauenden Fahrweise konnte Florence sich bis jetzt einen Reichweitenvorteil von 23 Kilometern erarbeiten. Das sind 12% mehr. Und jetzt geht's aber noch mal weiter, denn ein Problem, das jeder kennt, ist der folgendes. Irgendwann geht die Tankreserveleuchte an und dann muss man nach einer Tankstelle suchen. Dann bleiben aber bei einem Verbrenner immer noch ungefähr 50 Kilometer, die man schafft im Schnitt. Die Frage ist aber, wie ist das denn bei einem E-Auto? Es geht so lange weiter, bis einem der beiden der Strom ausgeht. Ziel ist eine Ladesäule in Grevenbroich. Mit den aktuellen Restreichweiten sollte sie laut Hersteller für beide erreichbar sein. Ja, Daniel, ich würde sagen Endspurt. Ja, das kann man in der Tat so sagen. Ich habe nämlich aktuell nur noch 10 Kilometer Reichweite und bin mitten im Nichts. Ich bin zumindest aber noch ganz entspannt. Ich habe immer noch 56 Kilometer Restreichweite. Daniels Reichweite neigt sich dem Ende entgegen. Das macht ihm jetzt auch der Bordcomputer deutlich. Oh, jetzt blinkt sogar schon gelb, weil ich einstellig bin. Jetzt bin ich nicht mehr blau von der Reichweite, sondern orange-gelb. Wenn Daniel liegen bleibt, dann hat er ein Problem. Es ist nämlich mit einem E-Auto ganz anders als mit einem Verbrenner. Wenn da kein Benzin mehr da ist, dann kommt bestenfalls ein Kumpel vorbei und bringt einem Ersatz. Einfach einen Kanister mit und schon geht's weiter. Ja, mit dem E-Auto jetzt hier, da ist nichts mit eben mal Benzinkanister. Abschleppen ist dann die einzige Lösung. Das ist Daniel egal. Er fährt wie gewohnt weiter. So, es ist soweit. 1 Kilometer habe ich noch. Ich bin immer noch gelb, also das irritiert mich jetzt wirklich. Das muss doch fast schon dunkelrot sein jetzt. Akku
Akkumulatoren, also Akkus, komplett leer zu fahren oder auszureizen, ist keine gute Idee. Denn bei einer tiefen Entladung verbinden sich die Kupferatome des Minuspols mit der Elektrolytflüssigkeit. Dadurch können weniger Lithium-Ionen transportiert werden. Der Innenwiderstand erhöht sich und das führt zu Wärmeentwicklung. Kupfer-Ionen-Verbindungen können sich von der Anode lösen und so den Separator durchstechen. Die Folge wäre ein innerer Kurzschluss. Deshalb stehen für den alltäglichen Gebrauch, je nach Hersteller, nur 80-90% der möglichen Energie zur Verfügung, um eine vollständige Tiefenentladung und auch eine Überladung zu vermeiden. So, jetzt wird's spannend, weil jetzt steht Kilometer, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also ich vermute mal null. Jetzt ist es noch mal kurz wieder einer, da machen sie einem wahrscheinlich noch mal ein bisschen Mut auf den letzten Metern. Und der ist jetzt aber auch schon wieder weg. Trotzdem fährt das E-Auto die nächsten 7,5 Kilometer normal weiter. Aber dann ändert sich was. Florence, jetzt wird's interessant. Ich kann nämlich kein Gas mehr durchdrücken. Also ich kann's schon, aber es kommt halt kein Gas. Das ist Vollgas, was ich gerade mache, Freunde. Vollgas heißt bei mir jetzt 30 Stundenkilometer. 29, 28, 27, es wird nicht mehr mehr. 26, ich fürchte, mein letztes Stündlein hat, glaube ich, geschlagen. Es wird immer weniger. Ich mache schon mal Warnblinkanlage sicherheitshalber an. 24 Stundenkilometer. Nach weiteren 300 Metern ist endgültig Schluss. Jetzt geht gar nichts mehr. Und das mitten auf einer Kreuzung. Dabei liegt unser eigentliches Ziel, ein Fahrsicherheitszentrum des ADAC mit Ladesäule, nur noch wenige hundert Meter entfernt. Ja, blöd, wenn man dann hier so ungünstig dann auch stehen bleibt. Aber ich drücke jetzt hier aufs Gas, es passiert nichts mehr. Das war's. Knapp 8 Kilometer hat Daniel noch geschafft, seitdem die Anzeige auf Null gesprungen ist. Na, wie fühlt es sich an? Ich habe mich selten so gefreut, dich zu sehen. Aber sonst bescheiden. Also es ist schon nicht so ein cooles Gefühl, jetzt hier irgendwo mitten auf der Kreuzung zu stehen. Noch beschissener wäre es, glaube ich, das darf man in der Situation sagen, in der Stadt. Jetzt aber schnell runter von der Straße. Und zwar mit Muskelkraft. Ja, komm, es ist funktioniert. Längst du schon? Ja, ich denke schon. Ja, Sie können sehr gerne helfen. Sie können sehr gerne helfen. Danke fürs Angebot. Schieb's bitte nur nicht in dein Auto rein jetzt. Das Abschleppseil ist Daniels letzte Rettung. Ist das ein geiles Gefühl, wieder zu fahren? Ja, Daniel freut sich, aber ohne mich wäre er aufgeschmissen. Mit Florence Hilfe kommt auch Daniel am Ziel an. Da ist sie, die ersehnte Ladesäule. Ich habe mich noch nie gefreut, so dieses Ding zu sehen. Wahnsinn. Also das sind wirklich Gefühle, Glücksgefühle, die habe ich lange nicht mehr gehabt. Aber wie sehr hat der Fahrstil nun die Reichweite beeinflusst? Daniel hat mit seiner verschwenderischen Fahrweise 244 Kilometer geschafft. Florence, die sparsam gefahren ist, kommt auf 283 Kilometer. Denn sie hat immer noch 41 Kilometer in petto, also satte 14% mehr Gesamtreichweite. Mit den Reichweiten ist es natürlich so eine Sache, da sollte man wirklich noch mal genau drauf schauen. Ich bin auf jeden Fall gut hingekommen. Also bei mir hat es genau oder ziemlich genau gestimmt, wie das, was der Hersteller auch angegeben hatte. Aber ich bin natürlich auch wirklich moderat gefahren, ganz defensiv. Bei deinem Fahrstil wäre das ein bisschen wieder was anderes. Ich fahre gerne größere Reichweiten, also auch gerne mal längere Strecken Autobahn oder auch mal in den Urlaub mit dem Auto, ja. Da kann ich meine Fahrweise zumindest nicht unbedingt weiterempfehlen, sei denn, man besorgt sich einen größeren Akku. Egal wie groß der Akku ist, für die Ökobilanz ist Florence Fahrstil immer besser. Ja, große Akkus sind natürlich praktisch. Wäre da nicht die schlechtere Ökobilanz durch die Herstellung. Aber der Fahrstil und die Akkuschonung haben einen enormen Einfluss darauf, wie lange diese Akkus halten. Und darauf kommt es an. Also fahren Sie wie Florence. Ein Hauptargument gegen E-Autos ist das E, also der Strom.
Wenn von jetzt auf gleich alle Autos in Deutschland nur noch Elektroautos wären, dann würde unser Stromnetz wohl zusammenbrechen. Doch auch das Stromnetz wird ja weiterentwickelt. Und schon jetzt könnten ohne Probleme mehr als 10-mal so viele Autos elektrisch fahren wie bisher. Und laden könnte man ja künftig auch am Arbeitsplatz, damit nicht alle gleichzeitig nach Feierabend das Netz auslasten. Außerdem wird auch an anderen Lademöglichkeiten geforscht. Sehr interessant finde ich das induktive Laden. Sowas in der Art kennen Sie vielleicht von Ihrem Handy. Das können Sie auch ohne Kabel aufladen, einfach indem Sie es auf bestimmten Flächen ablegen. Und das würde auch beim Auto funktionieren. Laden beim Fahren auf besonderen Streckenabschnitten. Aber erstmal bleibt das Stromtanken langwierig. Und es geht zumindest nicht so schnell wie das Tanken von Benzin. Eine Vision könnte das ändern. Es gibt eine Idee, um E-Autos so umweltfreundlich und gleichzeitig nutzerfreundlich wie möglich zu machen. Batterien wechseln, statt sie langwierig zu laden. Wie wäre das? Paul Leibold ist Entwickler und hat diesen Prototypen gebaut, der das können soll. Ja, heute werden wir ein paar Testfahrten durchführen. Speziell werden wir die Lademöglichkeiten überprüfen und testen. Heute testen wir in Regensburg, ob das Konzept des Batteriewechselns im Betrieb auch wirklich aufgeht. Unser Autor fährt hinten mit. Ich gehe auf Test Your Vehicle. Wir sind ja heute im Testbetrieb. Jetzt funktioniert es als Schlüssel. Und dann kann ich letztendlich den Startknopf drücken. Ja. Trunk open. Trunk is open. Ein Techniker hilft noch hier und da. Perfekt. So, jetzt fahren wir los. Okay. Fährt los. Ein ganz schöner Sound hier. Noch treibt ein lauter Gabelstaplermotor den Wagen an. Das Serienfahrzeug soll später leiser sein. Und es soll möglichst viel fahren. Denn je mehr ein E-Auto fährt, umso umweltfreundlicher wird es im Vergleich zu einem Verbrenner. Ja, wir haben das Fahrzeug nicht zum Parken entwickelt, also es ist nicht ein Parkzeug, sondern ein Fahrzeug. Und wir nennen das die Lösung dazu Multipurpose, also eben die Möglichkeit, dass ich das Fahrzeug in verschiedenen Anwendungen betreiben kann. Deswegen lässt es sich leicht umbauen, vom Taxi zum Lieferwagen. So könnte es rund um die Uhr genutzt werden. Wir sind inzwischen 18 Kilometer gefahren. So, was haben wir für einen Akkustand jetzt? So, jetzt sind wir bei 76%. Also man sieht, heute ist richtig kalt. Da geht schon was an Energie verloren. Ein Akkuwechsel ist zwar noch nicht nötig, aber den wollen wir ja testen. Und biegen ab in diese vorläufige Wechselstation. Das sind die frischen Akkus. Wenn ich den Wagen da reinfahre, dann dockt der automatisch hinten an dem Stecker an und die Akkus werden komplett geladen. Ein Verbrenner ist in circa 2 Minuten voll betankt. Schaffen wir das mit dem Batteriewechsel auch? Wir stoppen die Zeit. Und die Zeit fertig, los. Läuft, perfekt. So, gut, Akku, Trolley raus. So, Vorteil ist, ich kann da immer gleich 2 Akkus rausnehmen und hier ist auch schon ein Steckplatz für die leeren Akkus. So. So, man sieht, es ist ein ganz einfaches Prinzip. Klickt einfach hier die Akkus rein. 47 Sekunden für die eine Seite. Okay, dann wird die geschlossen. Dann fahre ich auf die andere. Und ich stoppe, wenn es zu ist. Sie können so. Und zack. So. 1:46. Perfekt. Da kann man doch zufrieden sein, oder? Es hat geklappt. Wechseln statt laden. Von der Zeit her funktioniert's. Aber was ist mit der Logistik? Die Wechselstationen müssten flächendeckend verteilt werden und auch genügend Akkus vorrätig haben. Eine logistische Herausforderung, wenn man das Konzept groß denken würde. Dafür braucht es mehr als die App, die das Team gerade entwickelt. Zuletzt sehen wir den Prototypen noch als Mini-Lieferwagen. Wann wird das Alltag? Wir hoffen, dass es in 2 Jahren spätestens Alltag ist. Wir arbeiten fleißig dran. Die Idee des Akkuwechsels würde sich aber nur durchsetzen, wenn auch viele mitmachen.
Zugegeben, noch sieht der Akkuwechsel nach Fitness-Workout aus. Vor allem die Logistik der Wechselstation ist eine Herausforderung. Wir kommen ja auch nur schleppend mit den Ladesäulen voran. Davon gibt es in Deutschland ungefähr 40.000 Stück. Bis 2030 bräuchten wir, je nach Prognose, 1 Million davon. Vielleicht auch deshalb laden über 80% aller Leute, die ein E-Auto besitzen, ihre Wagen zu Hause. So ein E-Auto braucht eine Menge Strom. Nur damit Sie mal eine Vorstellung davon bekommen, wie viel, um den Akku dieses Autos von ganz leer auf ganz voll zu laden, bräuchten Sie an einer normalen Haushaltssteckdose fast 2 Tage. Für solch eine Stromlast über so eine lange Zeit sind die meisten Haushaltsleitungen gar nicht gebaut. Diese Überlastung kann die Leitungen so heiß werden lassen, dass im schlimmsten Fall Brände entstehen. Deshalb ist eine fachmännisch installierte Wallbox eine gute Sache. Die lädt auch bis zu 10-mal so schnell. Aber wo wir schon von Feuer reden, wie löscht man eigentlich so ein E-Auto? Die Akkus in den E-Autos können Probleme bereiten. Und zwar, wenn sie brennen. Mehrere Vorfälle in den letzten Jahren haben gezeigt, dass das passieren kann. Und da komme ich ins Spiel. Dirk Gion, Quarks-Reporter, Stuntman und Spezialist für genau solche Fragen. Wie lösche ich ein E-Auto? Das will ich jetzt herausfinden, und zwar mit diesem ganz normalen Elektroauto. Dafür muss ich das jetzt crashen. Das tut mir ein bisschen leid, ist ein hübsches Auto, aber es muss jetzt gleich mit über 70 km/h da vorne in diesen Betonklotz reinfahren, hat dann einen heftigen Unfall und dann schauen wir doch mal, fängt das an zu brennen? Und wenn das anfängt zu brennen, wie löscht man sowas dann wieder? Ein Crash, bei dem ich lieber nicht im Auto sitze. Deswegen schiebe ich unseren E-Wagen an und lenke mit diesen Fäden. Über 100 Meter ist die Anlaufstrecke lang. Genug, um auf 70 km/h zu beschleunigen. Der Bremsblock ist übrigens eine Konstruktion, die selbst einen 12-Tonner abrupt stoppen würde. Wird die Batterie durch den Aufprall in Flammen aufgehen? Gut, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen. Beschleunige. Und was ich unglaublich krass finde, ist, jeder dieser Betonklötze, die jetzt da liegen, wiegt 1000 Kilo. Und unser Auto hat also 3 von diesen 1000 Kilo Klötzen einfach mal weggeschoben. Und man sieht, dass die ganze Front hier ungefähr um einen halben Meter eingeschoben wurde. Also das war ein Wahnsinnsaufprall. Aber es brennt nicht. Da brennt gar nichts. Ich untersuche das Fahrzeug mit dem Brandexperten René Verbohm. Er unterstützt mich heute. Ich kann jetzt nicht einfach den aufschneiden, weil da eventuell ein 400-Volt-Kabel dazwischen ist. Ja, die sind da unten und vielleicht da drin. Also hier ist kein Kabel. Woher weiß ich jetzt, wo die Kabel hier sind? Da müssen Sie die Informationen von dem Auto downloaden. Dann haben Sie eine App, dann können Sie mir anschauen, wo die sichere Zone sind. Okay, das heißt hier unten das Orangene, das ist die Batterie? Ja, das ist mal die Batteriepacke. Und die macht bei einem Brand den entscheidenden Unterschied zwischen E-Auto und Verbrenner. Also will ich sie mir anschauen, jetzt wo unser Auto noch nicht brennt. Mich interessiert, wie gut ist sie gesichert? Hier unter dieser Metallplatte ist jetzt die Batterie. Ja. Und das ist stabil hier. Das ist richtig stabil. So, was wir jetzt sehen ist, unser Auto ist hier vorne komplett kaputt, aber hier der Batterie ist nichts passiert. Und deshalb hat das natürlich auch nicht angefangen zu brennen. Aber wir wollen jetzt einmal sehen, was passiert, wenn so eine Batterie Feuer fängt und wie man die dann löscht. Weil das ist nicht leicht, ne? Das ist nicht leicht. Nicht leicht, weil sich das Feuer in den Akkuzellen immer weiter ausbreitet und Chemikalien frei werden können. Darüber weiß man heute noch zu wenig. Deshalb wollen wir jetzt mehr herausfinden und zünden die Batterie an.
Dafür muss ich natürlich eine Schutzausrüstung anziehen, weil wir jetzt gleich relativ nah an den Wagen rangehen und wir wissen nicht genau, wie stark der gleich brennen wird. Wie lange dauert es, bis das E-Auto Flammen fängt? In der Realität sind brennende Elektrofahrzeuge für die Feuerwehren immer wieder eine Herausforderung. Deshalb stellen wir den Batteriebrand jetzt hier künstlich nach. Es scheint mir so, dass das Feuer von der Benzinschale jetzt langsam auf den Wagen übergeht. Ich guck mir das mal an. Oh, wir haben im Auto Flammen. Im Auto brennt. Oh ja. Nach und nach breitet sich das Feuer im Inneren des Fahrzeugs aus. Im Brand gesetzt habe ich das E-Auto also. Aber wie kriegen wir es wieder aus? Das erzähle ich im zweiten Teil des Quarks-Experiments. Die heutigen Akkus können brennen, weil die Flüssigkeit durch die Lithium-Ionen wandern, also kurz der Elektrolyt, weil der brennbar ist. Wenn der Elektrolyt nicht mehr flüssig wäre, sondern fest, wäre das eine gute Möglichkeit, Akkus sicherer zu machen. Nennt sich auch Feststoffbatterie. An der wird intensiv geforscht. Die hat nämlich auch noch andere Vorteile. Sie ist leichter, kleiner und hat trotzdem eine größere Reichweite. Wir reden hier von 40-80% mehr Reichweite. Wann allerdings die erste Feststoffbatterie in Massen hergestellt wird, ist noch offen. Vielleicht 2030, vielleicht aber auch früher. Bis dahin nutzen wir hauptsächlich weiter die flüssigen Lithium-Ionen-Akkus. Und da Lithium auch in den Feststoffbatterien stecken wird, werfen wir mal einen genauen Blick auf dieses Element und wo es herkommt. Lithium in seiner natürlichen Umgebung. Immer verbunden mit anderen Elementen. Das liegt an seiner ganz besonderen Eigenschaft. Es besitzt ein lockeres Elektron. Darüber verbindet es sich mit anderen. Es aus solchen Verbindungen zu holen, ist schwer. Etwas anders ist das in Südamerika. Über die Hälfte der weltweiten Reserven lagern hier. Das Lithium schlummert unter der weißen Kruste der Seen, hier gebunden als Salz. So ist es leichter abzubauen. Das Seewasser wird hochgepumpt und verdunstet, bis am Ende eine lithiumhaltige Masse übrig bleibt. Mit zum Teil giftigen Chemikalien wird daraus das Lithium gelöst. Ein weiteres Problem: Wenn das Salzwasser aus dem See gepumpt wird, fließt Grundwasser aus der trockenen Umgebung nach. Für den Akku eines Mittelklasse-PKWs gehen so 3.000 bis 12.000 Liter verloren, bis zu 82 volle Badewannen. Wenn Sie so viel Wasser in so kurzer Zeit hier herausholen, und wir wissen ja, was für eine riesige Menge das ist, dann werden wir in den nächsten 5 oder 6 Jahren so viel Wasser verlieren, dass sich das Land hier in eine richtige Wüste verwandelt. Dann geht es nicht mehr nur um die Landwirtschaft oder die Viehzucht. Dann wird hier überhaupt kein menschliches Leben mehr möglich sein. Ein hoher Preis für unsere Akkus. Auch in Europa fürchten Naturschützer neuerdings die Folgen der Lithiumgewinnung. Denn in den Hügeln im Norden Portugals könnte der kostbare Rohstoff bald in großen Mengen abgebaut werden. Die Reserven Portugals könnten ganz Europa mit genügend Lithium für Akkus versorgen. Die Bewohner der betroffenen Barroso-Region haben Angst um ihr Land. Die Mine wird 200 Meter von hier entfernt liegen. Wenn wir zu diesem Haus gehen, dann sehen wir die Mine. Sie wird dieses Wasser ruinieren. Und der ganze Staub wird die frischen Gräser auf den Wiesen hier bedecken und sie verderben. Das wird nicht mehr die gleiche Qualität haben. Das Wasser kann verschwinden. Und wenn das Wasser verschwindet, dann wächst auch nicht mehr dieses grüne Gras. Das Dilemma: Mehr E-Mobilität bedeutet auch mehr Lithiumbedarf. Und Europa will nicht abhängig von Importen sein. Deshalb wird auch in Deutschland geforscht. Hier liegen europaweit die größten Ressourcen, ganze 2,7 Millionen Tonnen. Es gibt also mehr als genug Lithium in Europa, aber fast nur als Ressource. Heißt, der Rohstoff ist da, die Gewinnung aber noch zu schwierig oder zu teuer. Auch unter dem Oberrheingraben liegt reichlich Lithium. Eingeschlossen in kochend heißem Wasser, tausende von Metern unterhalb des Rheins.
Forschende versuchen nun, mit Hilfe von Geothermie an das Lithium zu kommen. Die Idee, Tiefenwasser für Wärme und Strom zu fördern und gleichzeitig das darin gelöste Lithium zu gewinnen. Unser Lithium, das wir hier im Oberrheingraben produzieren, ist vollständig CO2-frei. Im Gegensatz zu dem Lithium, das aus Australien oder Südamerika zu uns kommt, das große Anteile an CO2 produziert. Nicht nur durch die Transportwege, sondern auch durch die Herstellung. Klingt gut, aber ob das wirtschaftlich machbar ist, muss ich erst zeigen. Auch mehr Recycling wäre ein Weg zu weniger Importen. Die EU wünscht eine langsame Steigerung der Recyclingraten. Aber es braucht viel Energie und Chemie, um an das alte Lithium zu kommen. Noch lohnt dieser Aufwand kaum, denn trotz schwankender Preise ist neues Lithium aus Südamerika einfach zu günstig. Nicht nur Lithium ist für so einen Akku wichtig. In einem mittleren 50 Kilowattstunden Akku stecken, je nach Typ, neben 6 Kilogramm Lithium auch 10 Kilogramm Mangan, 11 Kilogramm Kobalt, 32 Kilogramm Nickel und 100 Kilogramm Graphit. Und von diesen Stoffen macht vor allem Kobalt immer wieder negative Schlagzeilen. Denn der Abbau von Kobalt findet oft unter menschenunwürdigen Bedingungen statt. Und auch Kinderarbeit ist da keine Seltenheit. Vielleicht bringt die Clarion-Clipperton-Zone eine Lösung des Abbauproblems. Dieses Gebiet liegt mitten im Pazifik und ist ungefähr 7000 Kilometer lang. Und auf dem Meeresboden da liegen unzählige Manganknollen. So wie die hier. Die enthalten nicht nur Mangan, sondern auch Kobalt und Nickel. Also alles, was Akkus brauchen. Schon die Menge Kobalt dort würde reichen, um Akkus für über 5 Milliarden Autos zu produzieren. Aber das ist alles Zukunftsmusik, denn vor dem Abbau muss erst genau untersucht werden, welche ökologischen Auswirkungen das hätte. Kümmern wir uns also um das, was im Hier und Jetzt passieren kann. Und damit zurück zu unserem Quarks-Experiment. Bisher verläuft der Brand genau wie bei einem Diesel oder Benziner. Doch das wird sich schon bald ändern. So, das ist ein ganz normaler Pulverfeuerlöscher. Ich versuche jetzt mal einen ersten Löschversuch an dem Wagen. Löschpulver ist das am weitesten verbreitete Löschmittel. In einem Notfall wäre es vermutlich das Erste, was man zur Hand hat. Kann ich damit hier noch etwas ausrichten? Ist noch nicht aus. Okay, der erste Löschversuch, das Auto brennt noch. Der Feuerlöscher hier ist komplett leer. Aber wie man sieht, es brennt alles genau wie vorher jetzt da. Für Löschpulver war der Brand schon zu weit fortgeschritten. Die Flammen kommen schnell zurück. Das Brand ist sehr groß. Sie brauchen Wasser und von größerer Abstand. Ja, wow. Ein bisschen Abstand. Was war das? Das ist kein Batterien, das sind verschiedene Zylinder in dem Auto. Okay. Gibt es kein Anzeichen dafür, dass man sagt, okay, jetzt brennt die Batterie? Ja, meistens. Wir sehen ein weißes Rauch. Ich sehe hinter dem Auto unten etwas weißen Rauch. Dann lösche ich jetzt mit Wasser, ja? Hier haben Sie Wasser. Okay. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Schlauch in der Hand habe. Ich sage jetzt mal Wassermarsch. Mal gucken, was passiert. Eigentlich sollte man ja Elektrizität und Wasser nicht zusammenbringen, wegen der Stromschlaggefahr. Doch der Wasserstrahl der Feuerwehren ist so gestaltet, dass er sich in viele kleine Einzeltropfen aufteilt. Die können den Strom nicht zu mir weiterleiten. Ich weiß nicht, wie viele Liter das jetzt schon waren, aber der brennt immer noch. Mittlerweile ist klar, die Batterien haben Feuer gefangen. Sehen Sie die helles, weißes Rauch? Ja. Das sind jetzt die Batterien. Sie sehen auch, die Flammen kommen jetzt wieder zurück. Von der Unterseite und die Oberseite. Das sind jetzt die Signale von den Batterien. Wenn das ein Verbrennermotor gewesen wäre, wäre der aus, der Wagen. Da hätte ich den schon gelöscht.
Ja, aber wenn die Hilfskräfte kommen, dann brauchen sie bis 10.000 oder mehr Liter Wasser, um einen Batteriebrand zu löschen. Warum so viel Wasser? In einer Lithium-Batteriezelle ist ein Separator. Ist er beschädigt, entweder durch einen Unfall oder durch Hitze, können sich Plus- und Minuspol berühren. Ein Kurzschluss entsteht und damit so große Hitze, dass sich die Zelle entzündet. Und weil es in einem Batterieblock mehrere Zellen gibt, können sie alle nach und nach entflammen. Wassermarsch! Solange wie die Batterien heiß sind, hält dieser Prozess an. Und das beste Kühlmittel dagegen ist viel Wasser. Für einen Moment sah es so aus, als sei das Auto gelöscht. Hier, oh ja. Nach oben, die Batterien, die heißen jetzt wieder auf und kommen jetzt wieder zum Flammen und zum Brennen. Der brennt ja überall wieder. Überall. Das heißt, das ist irre. Das sah gerade so aus, als ob der aus wäre. Und jetzt brennt das ganze Auto unten wieder. Oben ist ja nichts mehr, was brennen kann. Ich denke, Sie brauchen mehr Wasser. Ja, wir müssen die Batterien kühlen. Wasser, Marsch. 10.000 Liter Wasser, um ein E-Auto zu löschen? Das Problem ist, so viel haben einzelne Löschfahrzeuge der Feuerwehr in der Regel gar nicht dabei. Das ganze Auto ist geflutet. Da schwimmt das Wasser drin. Ist die Batterie jetzt weit genug heruntergekühlt, dass sie sich nicht mehr entzündet? Ich glaube, ich habe es gelöscht. Aber die Fachleute sagen hier, did we put the fire out? No? Nein. What? You think it will come back? Sehen Sie den Rauch? Ja. 5 Minuten, dann wird es wieder brennen. But only because it's a battery. Ja, genau. Okay. Das kann ich nicht glauben. Ich will mir die Batterie ansehen. Kann sie sich wirklich immer noch entzünden? Ich sehe hier an dem Batteriekasten unten am Boden eine weiße Fläche. Das heißt, hier dieser weiße Spot, den man da sieht, da ist es noch richtig heiß in der Batterie, also weit über 100 Grad. Und das bedeutet, die kann sich jederzeit wieder entzünden. Da reagiert gerade noch viel in den Zellen und das Auto ist noch absolut nicht safe. Deshalb setzen wir es in ein Wasserbad. In der Realität vieler Feuerwehren ist das alles kaum zu leisten. Zum Glück sind Autobrände aber relativ selten. So richtig unterscheiden sich Elektroautos von anderen Neuwagen ja nur auf den zweiten Blick. Fehlender Auspuff. Ist ein bisschen langweilig, oder? Vor allem, wenn man nostalgisch in die Vergangenheit blickt. Könnte man nicht alte Designklassiker mit neuester Technik kombinieren? Diese Benzinerente soll heute zum Elektroflitzer werden. Die Profis dafür? Rainer Loray und sein Sohn Marco. Als erstes Platz schaffen. Dann geht es dem Motor an den Kragen. Jetzt. Das war's schon. Es folgen der Tank, der Auspuff und die Rückbank. Hier kommen später die Batterien rein. So, hier haben wir unser neues Herz von der Ente. Das ist ein Wechselstrommotor. Hat etwa die dreifache Leistung von dem Verbrennermotor. So ein Motor kann locker über 100 Jahre alt werden. Ein moderner Verbrennungsantrieb ist hochkomplex. Rund 1400 Teile sind darin verbaut. Ein Elektroantrieb kommt mit etwa 210 Teilen aus. Und gewartet werden muss er später kaum. Umstellen müssen wir uns. Andere auch im Ausland machen weiter. Und wenn wir das eben irgendwo mithalten wollen, dann müssen wir uns eben auch anpassen, ob es der Autoindustrie passt oder nicht. Motor ist dran, sind wieder verheiratet. Zumindest diese bisherige Verbrennerente bekommt jetzt Batterien, verkabeln und ein erster Test, ob Strom fließt. Hört sich ja bloß an, ja. Voll aufgeladen kommt die E-Ente 140 Kilometer weit.
Ja, hat Strom. Die Ente fährt. Und zwar leise. Denn elektrisch fahren heißt auch leise fahren. Es gibt natürlich einen Grund, warum alle auf das E-Auto schauen. Wir müssen unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Und der Straßenverkehr in Deutschland macht ca. 20% davon aus. Deshalb werden Elektroantriebe gefördert und bezuschusst. Und dazu zählen leider auch Plug-in-Hybride. Das sind Autos, die einen Verbrennungsmotor und einen Elektroantrieb mit Batterie haben. Und diese Batterie, die muss man wie bei allen Elektroautos auch laden. Auch wegen der Förderung sind diese Wagen sehr beliebt, besonders als Dienstautos. Aber die Elektromotoren sind oft nicht viel mehr als ein Alibi. Denn Plug-in-Hybride sind sehr schwere Autos mit geringer Elektroreichweite. Studien haben ergeben, dass diese Autos viel zu selten geladen werden. Tanken ist auch um einiges bequemer. Deshalb verbrauchen sie bis zu 4-mal mehr CO2 als angegeben. Ebenfalls gefördert wird übrigens noch eine andere Form des E-Autos, das Wasserstoffauto. Wie steht's eigentlich damit? Die Idee fängt so vielversprechend an. Brennstoffzelle plus Wasserstoff gleich nachhaltiges Auto der Zukunft. Das heißt, da gibt es eben keine warme Verbrennung mehr, es gibt keine Abgase mehr, es gibt keinen Gestank mehr. Und es gibt keine Geräusche mehr. Eben. Wir gehen also einer ruhigen und geruchlosen Zukunft entgegen. Klingt super. 1966, General Motors bringt das erste Wasserstoffauto auf den Markt, den Elektrovan. Er bleibt allerdings ein Testobjekt. 1994, Mercedes-Benz präsentiert Neckar 1. Die Entwickler sind sich sicher, das erste Serienfahrzeug kommt bald. 2002. Also wir glauben, dass das Wasserstofffahrzeug das einzige Fahrzeug ist, das eventuell einen Diesel- und Benzinmotor in Zukunft ablösen könnte. Die Bundesregierung hilft weiterhin mit Milliardensubventionen. 2020. Und trotzdem, kein einziger Autohersteller bietet Wasserstoff-Pkw in großer Serie an. Wieso? Wasserstoffautos sind viel teurer als Elektroautos. Sowohl die Herstellung als auch die Bereitstellung des Wasserstoffs kosten. Und es gibt kaum Tankstellen. Noch ein Problem: Der Wasserstoff muss erst hergestellt werden. Im Moment hauptsächlich aus Erdgas. Dabei wird fossiles CO2 frei. Und das ist schlecht fürs Klima. Selbst wenn Wasserstoff aus erneuerbarer Energie hergestellt wird, gibt es einen Haken. Wasserstoffautos verbrauchen viel mehr Energie als Batterieautos. Der Grund? Bis der Wasserstoff ein Auto antreibt, muss er mehrfach umgewandelt werden. Dabei geht viel Energie verloren. Vom Strom aus dem Windrad kommen am Ende höchstens 26% beim Autorad an. Fazit: In Sachen Umweltfreundlichkeit ist noch Luft nach oben. Und wie sieht die Zukunft aus? 2050. Wasserstoff ist unentbehrlich geworden. Er speichert die überschüssige Energie aus Wind und Sonne und stabilisiert so das Stromnetz, wenn der Wind mal gerade nicht weht. Wasserstoff ist die Langstreckentechnologie. Die meisten Züge, Lkw und Busse fahren jetzt damit. Denn Wasserstofffahrzeuge müssen selten tanken und brauchen keine großen Batterien. Durch die Städte flitzen dagegen vor allem Elektroautos mit kleinen, leichten Batterien für kurze Strecken. Beide Technologien ergänzen sich. Also sind für uns Elektroautos mit Batterie die Zukunft. Und für die Menschen, die in der Stadt leben, vielleicht sogar auch nur das Fahrrad oder Bus und Bahn. Gerade in den Städten gibt es noch viel mehr Bedarf an Ideen, die am Ende dafür sorgen, dass die Autos nicht nur hauptsächlich rumstehen und beim Parken Platz wegnehmen. Und apropos Zukunft und Ideen, für die nähere Zukunft ist hier noch eine gute Idee. Schalten Sie auch beim nächsten Mal Quarks wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.